Ihr habt im Titel schon richtig gelesen. Es gibt wieder Neuigkeiten für die nahe Zukunft von Throne of Liberty, denn die Entwickler haben mit dem Videoformat Tico Talks ein paar Einsichten geteilt, wie sich das Spiel im November anpassen wird. Weltenboss-Items sollen für Spieler zugänglicher gemacht werden, damit es sich wieder lohnt, diese zu spielen. Es werden neue PvP-Modi im Small-Scale-Style kommen und es gibt noch vieles mehr, was ebenfalls geteilt wurde. Gleichzeitig wurden aber auch noch Balance-Patch-Notes in Korea veröffentlicht. Es gibt also wieder eine Menge, über das ich euch informieren kann. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr auch in Zukunft up to date bleiben wollt, dann haut direkt einen Daumen nach oben auf das Video und folgt auch dem Kanal für die nächsten. Also das war ja schon mal einiges, was ich gerade erwähnt habe und ich war ehrlicherweise auch überrascht, wie direkt und verbindlich vor allem Amazon auf einmal kommuniziert. Ich meine, alle, die bisher New World gespielt haben, kennen die vergleichbaren Videos, in denen eigentlich immer nur drumherum geredet wurde und man schlussendlich versucht hat, wirkliche Commitments für etwas überhaupt nicht auszusprechen. Doch das ist hier irgendwie das komplette Gegenteil, muss man wirklich ehrlich sein, denn die meisten Infos sind sogar für den November geplant, doch wir fangen erstmal von vorne an. Weltenboss-Items sind nämlich ein großes Thema, denn so gut wie alle Spieler brauchen ein oder mehrere Items davon, damit das Bild wirklich perfekt wird und die einzigen beiden Möglichkeiten sind entweder die öffentlichen Events oder halt die Gilden-Raids, zumindest wenn wir das Auktionshaus dabei einmal ausklammern. Gerade die öffentlichen Events sind ja für alle zugänglich, sind aber halt damit auch schon komplett überlaufen und am Ende droppt dann genau eine, vielleicht mit Glück mal zwei Personen ein Item davon. Man kann sich also ausrechnen, dass das dann schon ewig dauert. Hier setzen die Entwickler aber an und werden in den nächsten Wochen einige Neuerungen bringen. Als erstes wird dabei schon mal die Menge der Portale pro Boss erhöht, sodass sich das Ganze etwas entzerrt. Das alleine wird schon für eine Vervielfachung des Loots sorgen, wenn man das mal über alle Server denkt und auch die Preise im Markt werden dadurch deutlich runtergedrückt. Darüber hinaus wird aber wohl Richtung Mitte November eine neue Lootkiste hinzugefügt, und zwar als möglicher Inhalt der Standard-Weltenboss-Kiste, die alle Spieler durch reine Beteiligung bekommen. Aus dieser Kiste, also wenn man sie dann bekommt, kann man dann ein Weltenboss-Item frei wählen von dem Weltenboss, den man halt eben gerade bespielt hat. Und das dann theoretisch auch in Lithografien umwandeln und verkaufen. Wobei Waffen wohl, glaube ich, nicht verkauft werden können, aber eben Rüstungsteile zum Beispiel. Es wird jetzt sicherlich nicht so hoch sein, also die Chance, diese Kiste dann daraus zu bekommen, aber alleine die Möglichkeit ist richtig gut und wird auch dafür sorgen, dass die Items nicht mehr für tausende Lucents im Auktionshaus stehen und vor allem für alle Spieler deutlich erreichbarer werden. Es wird sich lohnen, zu jedem Weltenboss zu gehen, weil man immer wieder die Chance hat, eben eines der besten Items daraus zu bekommen. Und um das jetzt noch zu toppen, wird dann auch noch für Weltenbosse, die innerhalb eines Open Dungeons sind, der aber gerade geschlossen ist, also beispielsweise Sylas bei Nacht oder das Sanctum ohne Regen, ein extra Portal draußen vor der Tür erscheinen, sodass man in die Portalgegend kommt und dann am Boss eben auch teilnehmen kann. Das geht aber nur, wenn der Weltenboss friedlich ist, bei PvP wird das dann nicht passieren. Aus meiner Sicht sind das aber schon mal extrem gute Updates, mit denen ich so gar nicht gerechnet habe. Die sind aber vor allem deshalb sehr wichtig, weil die Items von den Weltenbossen vor allem in Tier 1 super relevant sind. Sobald später mal, also ich glaube im nächsten Jahr Q1, Tier 2 auf dem Zettel steht, wird man neue Items brauchen und die jetzigen eher nicht mehr, weshalb es super wichtig ist, dass man jetzt auch den Zugang dazu verbessert und einfacher gestaltet. Doch ich bin da mal auf eure Meinung gespannt. Lasst mich das in den Kommentaren auf jeden Fall mal wissen, wie ihr diese ganzen Änderungen findet, ob ihr damit gerechnet habt oder wie ihr da generell zu steht und dann können wir auch darüber nochmal in den Kommentaren diskutieren. Ein extra Zusatz gibt es hier aber auch noch für die PvP-Bosse, denn dort wird wohl ebenfalls eine Änderung kommen, die ich persönlich extrem nice finde. Und zwar wird aktuell ja der Loot von diesen PvP-Bossen an die Gilden verteilt, basierend auf dem zugefügten Schaden am Boss. Also einmal Schaden gemacht, bleibt die Gilde quasi im Lootpool und kann dann eben was droppen oder hat eine Chance auf einen Drop. Es wird jetzt aber geändert, dass sobald ein Spieler im PvP umgeklatscht wird, die Beteiligung des Spielers am Boss ebenfalls reduziert wird. Das bedeutet, man kann im Prinzip durch das PvP zwischen den Gilden dann dafür sorgen, dass man die Chance auf Loot vom Gegner reduziert und eben seine eigene Beteiligung dann wieder steigern kann. Hört sich erstmal vielleicht ein bisschen komplizierter an, als es am Ende wirklich ist. Im Prinzip sorgt das dafür, dass man einfach PvP spielen kann und damit halt eben auch bessere Loot-Chancen bekommt, wenn man eben die Gegner wiped, denn dann verlieren die, weiß ich nicht, 70% ihrer Chance auf Loot und man selber kann dann den Boss übernehmen und eben seine Chancen wieder steigern. Das Ganze soll dann aber auch visuell noch sichtbar sein in Form von Graphen oder Zahlen, das haben sie noch nicht ganz gesagt, sodass man dann aber auch sehen kann, welche Gilde man denn vielleicht mal angreifen sollte, beziehungsweise wer denn gerade überhaupt wie viel Beteiligung am Boss hat und das ist auf jeden Fall super geil und super nice zu sehen, weil diese Fights halt einfach unübersichtlich sind und man dann gar nicht sehen kann, welche Gilde denn vielleicht gerade am meisten hat und ob man denn nochmal irgendwie was nachlegen muss, um seine Prozente zu erhöhen. Das nächste Thema ist dann mal ein kurzer Einschub, denn es wurde auch über Bots bzw. Lucent-Kaufen über Drittanbieter gesprochen. Einerseits werden jetzt die Zügel nochmal enger gezogen, was Bots angeht und die Algorithmen natürlich auch stetig verbessert. Wo man ja auch jetzt schon sagen muss, dass wirklich viele gebannt werden und ich nie so viele gesehen habe, wie das mal in Korea früher der Fall war. Dazu kommt aber auch, dass gegen Real Money Trading, also dem Kauf von Lucent eben über diese Drittanbieterseiten, vorgegangen wird und wurde. Sodass ihr vielleicht schon Screenshots wie diese gesehen habt, wo Leute einfach negative Lucent-Werte haben und zwar bis zu 80.000, 90.000 teilweise.
dafür. Ich finde es super gelöst, weil diese Leute müssen jetzt auch erstmal die kompletten Schulden wieder abstottern und haben dafür auch keinen Zugang zum Auktionshaus. Also die sind dort auch gesperrt. Amazon hat also nicht einfach den Account gebannt, sondern eher dafür gesorgt, dass er eigentlich komplett nutzlos ist ab jetzt, da man nichts mehr handeln und kaufen kann. Schlussendlich müsste man halt das Lucent einmal komplett über Amazon selbst kaufen, damit das wieder geht. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden. Ich persönlich finde es irgendwie witzig. Es wurde dann aber auch noch über neue PvP-Modi gesprochen, die ebenfalls noch rauskommen sollen, und zwar auch Richtung Mitte November. Es gab jetzt keine Details, wie genau das aussieht oder wie man sich dafür anmeldet, aber es wurde vor allem von mehreren Versionen der Small-Scale-Files gesprochen. Ich schätze also 6 gegen 6, 12 gegen 12, 24 gegen 24, sowas in etwa, sodass man dann auch basiert auf der Gruppengröße verschiedene Modi dafür hat. Ich finde persönlich, dass sowas super wichtig ist, weil man aktuell entweder 3 gegen 3 Arena hat oder gleich die ganzen Large-Scale-Files in der Open World oder den Stones. Es gibt einfach nicht die Middle-Scale-Files, wo irgendwas zwischen 1 bis 4, 5 Gruppen gegeneinander kämpfen und wo man dann vor allem üben kann, auch mal als Gruppe zu funktionieren, bevor man dann in die ganzen Zerg-Files geht. Das wird hiermit natürlich dann gelöst und soll auch betont nicht kompetitiv sein, also zugänglich für alle, wobei wir dann mal schauen müssen, ob das wirklich irgendwie so ist und was das wirklich heißt und vor allem, was es dann auch als Belohnung gibt, damit sich die Spieler dort auch anmelden und das Ganze zocken. Irgendwann sehe ich dabei aber auch einen guten Ranglistenmodus, irgendwie in Gruppen basiert, denn November wird aller Voraussicht nach ja auch die erste Saison der Arena sein. Zumindest war es mal so angekündigt, müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann veröffentlicht wird. Gleichzeitig gab es dann aber auch noch Weapon-Balance-Änderungen, die in koreanischen Patch-Notes aufgetaucht sind und die wahrscheinlich auch so bei uns landen werden. Dabei geht es vor allem darum, dass viele Waffen neue oder angepasste Spezialisierungen bekommen haben. Schwert und Großschwert erhalten mehr Möglichkeiten für weniger Abklingzeit, der Bogen wird vor allem für Heiler gebufft und der Stab erhält vor allem sowas wie Anti-Heal und Schadensboost auf einigen Fertigkeiten. Es gibt bei allen Waffen ein paar Kleinigkeiten, grundlegend muss man aber sagen, dass viele hier auf den Schwertschild und Langbogen Schadensnerf gewartet haben, da diese beiden Dinge Small-Scale und Large-Scale aktuell wirklich dominieren und da müssen wir wahrscheinlich erstmal noch länger drauf warten. Genaue Zahlen und alles schauen wir uns aber nochmal gemeinsam an, wenn das Update dann in EU angekündigt wird, beziehungsweise man die Patch-Notes dann auch bei uns sehen kann. Und das war es jetzt auch erstmal. Ich hoffe, dass ihr hier genauso positiv abgeholt seid wie ich, also von den Updates. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass Amazon deutlich kommunikativer ist und wir in unserer Version auch die gewohnte NC-Soft-Beteiligung merken, die ja in Korea wirklich performt haben bei den ersten Patches. Haut aber jetzt nochmal einen Daumen nach oben aufs Video, folgt dem Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und haut rein.